Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. So, ich sammle den ein, weil der gerade vorbeischwimmt. Wir machen uns auf den Weg zu diesem Landeplatz. Das ist eh ein schönes Stück zu schwimmen. Wir haben ein bisschen was Reserve mit. Ich hoffe, wir überleben das. Es wäre auch fantastisch, wenn wir mit dieser Sunbeam ein schönes Hauptquartier hätten. Das wäre ganz super. Ja, auf jeden Fall, wir schwimmen jetzt mal eine halbe Stunde dorthin. Der Timer neben uns läuft auch. Das dürfte sich hoffentlich ausgehen, dass wir in 18 Minuten dort sind. Wir schwimmen eh recht schnell. Dann können wir inzwischen uns schon ein bisschen umschauen hier. Ich hoffe, dass die gute Ausrüstung für uns hat. Dass die auch... What the fuck? War das jetzt gerade ein Wellengang oder hat mich jetzt was angegriffen? Unverschämt. So. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Jetzt bin ich gerade irgendwie ziemlich runter. So. Also wir schwimmen jetzt mal. Ich glaube, ich werde... Soll ich Licht machen? Bringen tut es nicht wirklich was. Ah. Was soll's. So, das Scan könnte ich tatsächlich schon mal bereithalten. Für den Fall, dass dann das Schifflein, das Raumschiff landet, dann können wir da vielleicht schon was scannen. So, ich bin echt gespannt. Aber ich glaube, wir haben viel zu viel Zeit. Wir sind viel schneller dort, als ich gedacht habe. Jo. Da haben wir sogar einen Berg. Das geht aus, das ist echt ein Berg. Da ist Land. Da glitzert es drauf, ob das Erze sind. Ich glaube, das will ich mal austesten. Wie cool ist denn das? Moment, ist da ein Gebäude drauf? Schau mal da. Mit Strand und allem. Okay. Kann ich hier hoch? Tatsächlich. Detecting massive energy signature in the region. Cannot identify. Aha. Ui, au. Höhlenkrabbler. Ein flinker, reviergebundener Aasfresser, gut angepasst an ein Leben sowohl in Land als auch im Wasser. Erstens. Gasaustauschmembran, schon wieder was mit Gas. Nimmt lebenswichtige Gase aus Luft oder Wasser auf, um grundlegende Körperfunktion zu ermöglichen. Zweitens, Kiefer. Diese Tierart spürt Kadaver in Rudeln auf und verteidigt sie anschließend, während sie gefressen werden. Beurteilung: wichtiger Abfallverwerter meiden oder außer Gefecht setzen. Aha. Das heißt, ist der jetzt weg oder darf ich jetzt die Korallenbaum, die Pflanze würde ich mal sagen, scannen. Korallenbaum. Eine korallenartige Pflanze, die sich im Boden verwurzelt und aus der türkisen Blätter sprießen. Die Analyse zeigt, dass der Saft dieser Pflanze giftig für Insekten ist, aber von Mensch aufgrund seines hohen Wassergehalts geerntet und konsumiert werden kann. Urteilen essbar, hoher Wassergehalt. Cool. Geilo. Ups. Doch mal das Messerchen und schauen wir mal, was das ist. Wir werden nicht sterben, wenn wir Glück haben. Hier. Nahrung plus 8 und 10. Richtig angepflanzt wird ein reifes Exemplar diese Pflanze gut gedeihen. Wie cool. Geilo. Wir werden nicht verrecken, das ist schön. Und schauen wir mal, was es noch zum Scannen gibt. Ich traue mich da gar nicht so weit rein. Auf jeden Fall gibt es hier ein Erz. Schieferaufschluss. Mal schauen, ob ich das scannen muss. Au. Ja. Geologische Daten. Schieferaufschlüsse. Tab.
Habe ich noch erwischt? Nein. Dann ebenso. Oh, hier. Ah ja, das müssten wir auch alles mal lesen. Himmelsseiten. Warte mal. Zuerst diese Schieferaufschlüsse. Dieses Sedimentgestein so, besteht aus Flocken von Tonmineralien, in denen sich seltene Metalle wie Lithium befinden. Die geologischen Bedingungen auf diesem Planeten liegen nahe, dass es tendenziell in tieferen Biomen zu finden ist. Beurteilung: Gold, Lithium und Diamantquelle. Ho, ho, ho. Die rote Wiege. Eine komplexe, in Höhlen ansässige Pflanzenart, die leuchtend gelbe Kern, ist von einem stabilen Käfig umgeben, der vermutlich der Abwehr mittelgroßer Fressfeinde dient. Rotschirm. Diese Pflanze besteht aus einer komplexen Anordnung von kleiner werdenden Ringen. Kleiner werdenden Ringen. Aha. Die durch Ranken verbunden sind. Ach so, nach innen halt. Immer kleiner. So, die Ringe. Ja. Ja. Tigerpflanze. Diese Pflanze hat sich daran angepasst, Wasserschwankungen in bis zu 15 Meter Entfernung wahrzunehmen und ist sowohl zu Greifbewegungen mit ihren Röhren als auch zum Abschuss von Dornen mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Metern pro Sekunde, ne, in der Lage. Obwohl sie damit kleine Pflanzenfresser außer Gefecht setzen kann, mangelt es dieser Pflanze an Fleisch verwertenden Verdauungsorganen. Etwaige Fressfeinde, die so in ihrer Reichweite erlegt wurden, dienen anderen Pflanzenfressern als Warnung, sich nicht zu nähern. Und wenn sie dann verwesen, dienen sie der Tigerpflanze als Dünger. Ja, wenigstens irgendwas. Beurteilung: Meiden oder außer Gefecht setzen. Okay. Wickelpapyrus. Die Funktion der charakteristischen gerollten Blätter dieser Wasserpflanze ist nicht sofort klar. Es ist möglich, dass sich die Blätter bei schlechten Lichtverhältnissen entfalten oder dass sie Wasserströmungen durch den Hauptkörper der Pflanze leiten, wodurch die Nährstoffaufnahme verbessert wird. Ah jo, okay, dann hätten wir das auch. Hoppala, ich verdrücke mich da jedes Mal. Und mittlerweile ist es hell geworden, vor lauter Lesen. Ich will das Erz eigentlich haben. Ich glaube, das ist ein... Halt. Gold. Lithium. Ich will das scannen, bitte. Aha, geht nicht. Okay. Und da herüben. Das dürfte ein Diamant sein. Remember, the materials you gather are the property of the All Terra Corporation. Boah, wie gemein. You will be liable to reimburse the full market price. Your current bill stands at 3 million credits. Oh. Mann, ey, wie gemein. Ist eh klar, alles was wertvoll ist, darf man nicht verkaufen, ne? Schweinerei. Diese gemeinen Menschen hier, also echt unglaublich. Die Gier kennt keine Grenzen. Gut. Alter, wie gemein. Na schön. Wir haben ja noch ein paar Minuten, können wir uns ja noch ein bisschen umschauen hier, ne? Scanner. Hoppala, ich habe die Taschenlampe ausgerüstet, nicht den Scanner. So, habe ich schon was übersehen? Glaub nicht. Okay. Da, 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 da. Salz! Salz gefunden. Wie schön, wie schön. So, wir schauen uns dann ein bisschen um, würde ich sagen. Was haben wir hier? Bist du ein Scan-Eintrag? Nein. Ja, du nervst mich, Viech. Au. Geh ein. Ich glaube, es ist kaputt. Bäh. So. Hinterlässt uns aber nichts. Okay. Da haben wir noch mehr Salz. Ich bin dran vorbeigelaufen. Hoppala. Und ich würde sagen... Na, wir sind voll. Wie blöd ist denn das? Ich wollte jetzt was... Hat jetzt was Platz? Nein, gell? Weil nur drei Plätze frei sind hier, müsste ein viertes noch frei sein. So, geht jetzt was? Ja.
Dann essen wir uns doch mal voll, oder? So, ist zwar jetzt ein bisschen umständlich, weil wir so viele Materialien gefunden haben. Aber ist ja wurscht. Supi. Nom, nom, nom. Sehr gut. So, in 8 Minuten kommt das Ding an. So. Vielleicht gibt es ja noch was zum Scannen. Wow, langsam. Ich glaube, ich sollte mal ein Stück... Oh, Heureka! Rüberschwimmen. Planschi, planschi, plansch, plansch, plansch. So. Ui, da hätten wir noch mehr von diesen tollen Sachen, ne? Ich hoffe wirklich, dass wir hier eine Station abbauen können. Das würde mich echt freuen. Das wäre echt mega nice. Und dass wir vielleicht irgendwie unsere Rettungskapsel damit verbinden können. Dass wir alles, was wir da gelagert haben, auch verwenden können. Dumm. Gold. Und dumm. Lidium. Das ist echt cool mit diesen Bäumen. Ich mag die. Wow. Autsch. Okay, ich sollte echt aufpassen, ne? Ich bin nicht mehr so gesund. Vielleicht soll ich... Ah, da kann ich im Wasser auch leben, ne? Das ist Mistviech. Stimmt. Aha, da haben wir wieder was Neues. Warte. Wenn ich es erwische, das rote Fischelein da, ne? Glaube ich. Oder? Ja? Weißer. Au! Na! Alles will ich hier fressen. Ich habe kein Medikit dabei. Also wie es ausschaut, sind wir an unserem Ziel. Jetzt müssen wir nur noch warten. Hoffentlich überlebe ich das. Echt übel, wenn nicht. Ich stelle mich mal hier rauf. Ich hoffe, dass ich hier nicht angegriffen werde. So. Da hüpft wieder so ein Sauviech, ne? Was ist denn das dann hier, bitte? Das hat sogar ein verschlossenes Tor. Wir könnten uns ja da hinschleichen, oder? Dass wir irgendwas tun, die Fünf. Oh Mann. Oh Mann, was war das jetzt gerade? Was? Manchmal leckt es so komisch. Hallo? Du für ein kleiner Kerl? Rignal. Rignalt. Eine kleine ein kleiner Pflanzenfresser. Was? Oha! Alter! Warpa. Mann, ey. Jetzt wird's knapp. Mit Landen. Scheiße! Hey, das war jetzt echt nicht nett. Translated broadcast. Nine new biological subjects designated. Mode. Hunting. Analyzing. Sharing subject locations with other agents. Hilfe. Ich wollte dennoch fertig lesen, ne? Scheibe. Ein kleiner Pflanzenfresser und entfernter Verwandter des gewöhnlichen Glubschers, der dessen gut entwickelnden, seitlich liegenden Augen teilt, bei vergleichbarer Größe und Körperform. Erstens Färbung. Trübgrüne Färbung zur Tarnung in tiefen Gewässern. Die lumineszierende Schwanzfärbung. Lumineszierende Schwanzfärbung. Mhm.
ist wahrscheinlich Teil seines Paarungsverhaltens. Zweitens Ernährung. Filtert Algen und anderes Pflanzenmaterial mit Hilfe die vier frontseitigen kiemenartigen Öffnungen aus dem Wasser. Beurteilung essbar. Hoher Kaloriengehalt. Oh, ja klar, weil er gute Sachen auch isst. Ne? Somit ist da mehr, für uns da verwendbar. So. Ich habe keine Ahnung. Das war jetzt nicht so super, dass ich hier verreckt bin. Ich habe jetzt ein neues Medikit schon genommen. Nein. Einmal Medikit. Hatte es Platz? Ja. Wir haben ja viel. Wir haben was verloren. Oh no. Ich habe was weggefressen. Eher so, ne? Jetzt müssen wir halt nochmal hinschwimmen. Verdammt. Das ärgert mich jetzt gerade. Hä? Darüber. Mann, ey. Ah. Weil ich halt wieder zu neugierig war. Ich konnte ja nicht stehen und warten, ne? Aber vielleicht sehen wir jetzt von der Weite, wie das schöne Raumschiff hier landen wird. Das doch auch. Hoffentlich. Bin ja gespannt, ob wirklich jemand also das Ganze überlebt hat. Ob es Leute wirklich noch gibt. Ich hoffe schon, weil wir haben ja dieses Signal erhalten. Dieser Warp hat da. Den muss ich noch scannen. Halt gleich mal mein Scan-Gerät bereit. Unglaublich. Mann, ey, das ist jetzt wirklich. Ja. Naja, was soll's. Zum Glück haben wir ja unsere Schwimmflösselchen und so weiter. Da werden wir hoffentlich recht schnell dort sein wieder. Das ist schon nicht schlecht, vor allem mit diesen Korallenbäumen immer genug zu essen und zu trinken zu haben. Das ist schon fein. Aber schauen wir mal. So, wir schwimmen da jetzt mal eine halbe Stunde. Aber vielleicht schaffen wir es auch ganz genau, dass wir hinkommen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Mal schauen. Da sehen wir eh schon den Berg. Und das scheint ein Labor zu sein, ne? Dieser Warper ist ein Alien scheinbar auch. Der hat da gerade jetzt irgendwie. Der gehört er scheinbar zu der Station hier oder was? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Aha, man hört schon was. Neta, ich will nicht tauchen. Ich will nur klubschen. Boah, was ist denn das? Das Ding hat sich gerade bewegt. Ich glaube, das schießt unser Ding ab. Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. Ich glaube, die schießen unser Ding ab. What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down in 10, 9, 8. Oh, scheiße. Ich glaube, der schießt den ab. It's coming from the building? Change course. Set thrusters to full. Oh, scheiße. Wieso dreht's mich jetzt hier so? Halt! Bleib stehen!
Vielleicht wäre ich wahnsinnig. Halt. Ach so, wegen dir, Fischi. Jetzt kann ich mir nichts scannen. Heißer. Kann ich den hauen? So, schön. Das war's mit unserer Rettung. Tja. Jetzt baut sich's wieder um zum Turm. Also cool ist es schon gemacht, ne? Aber ich befürchte, es sind wirklich Aliens oder so. Boah, das hat keiner überlebt, garantiert nicht. Alter Schwede. Gut. Dann würde ich sagen, lesen wir mal den Beißer durch. Ein kleiner im Rudel jagender Raubfisch. 94%. Muskeln 4%. Bindegewebe 2%. Gehirn. Was? Wahllos, wenn er Hunger hat. Und er hat fast immer Hunger. Erstens, spezialisierter olfaktorischer Fühler. Das ist schon zu wissenschaftlich für mich, ne? Dient der Witterung von Körperflüssigkeiten und Wasser mit beeindruckender Reichweite. Zweitens, zusätzliches Augenpaar. Vermutlich zur Erfassung der Bewegung größerer Räuber und hungriger Artgenossen am Rand des Sichtfeldes. Drittens, überentwickelte Schwanzflosse. Begünstigt die Geschwindigkeits- und zahlenmäßige Überlegenheit gegenüber der Beute auf Kosten der eigenen Manövrierfähigkeit. Nach Berechnungen können auch Lebewesen mit dem bis zu 100-fachen Körpergewicht eines Beißers einem fokussierten Angriff eines 10-köpfigen Rudels erliegen. Beurteilen: Rudel meiden, versuche nicht zu bluten. Aha, das sind sozusagen Piranhas. So, es ist stockdunkel. Ich glaube, ich werde noch ein paar Mal sterben. Ich fürchte, ich werde auch Blei etc. wärmer auf diesem Wege und Anführungszeichen farmen. Ich brauche einen Korallenbaum. Ich bin durstig und hungrig. Boah, ey. Also das ist jetzt nicht schön, gell? Muss ich echt sagen. Das ist nicht schön, meine Herrschaften. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Aha, ich sehe gerade, mir ist der Diamant weg. Ah, man findet doch ein paar Gegenstände. Ist ja klar, dass es die kostbaren sein müssen, ne? Das Gold haben wir behalten dürfen, aber der Diamant und das Lithium, glaube ich, ist weg. Und einmal noch. Oh. Passt. Schön. Schöne Scheiße. So, ich versuche nochmal meinen Scanner auszupacken. Vielleicht können wir dieses eine Viech noch irgendwie scannen. Da haben wir noch mehr Salz. Sehr gut. Da hält man ein Blasenfischlein. Perfekt. Diesen Warper möchte ich schon gern scannen, ehrlich gesagt. Violettes Tafelfragment. Ich bin so dumm. Ist mir gerade. Ah ja, mir ist gerade was eingefallen. Ich hätte diesen Seegleiter und das hätte ich müssen scannen. Ne? Dann hätte ich die wahrscheinlich. Ja? Mhm. Gut, ich muss nochmal zurück dann. Scheiße. Okay. Das habe ich natürlich wieder voll vergessen. Voll verpeilt. Super gemacht, Zocki. Super. So, was haben wir hier? Fremdtaten. Daten aus Scans. Violette Tafel. Dieses kohlenstoffhaltige Gerät ist leichter, als es aussieht und enthält ein Symbol, das einem
U-ähnlich und violett leuchtet. Obwohl die Energieversorgung immer noch funktioniert, lässt Algenwuchs auf der Außenseite vermuten, dass es vor Hunderten, vielleicht Tausenden von Jahren zurückgelassen wurde. Auch wenn diese Technologie das Niveau der Föderation weit übersteigt und es keine offensichtliche Anschlussmöglichkeit gibt, sollte es trotzdem möglich sein, eine genaue physikalische Kopie des Gerätes bei Bedarf herzustellen. Ja, hier ist es. Und was habe ich? Ja, ich sage da nichts mehr. Ionenwürfel und Diamanten brauchen wir dafür. Ich verdrücke mich schon wieder. Und das habe ich unabsichtlich weggeschmissen. Ja, hat mir nicht gefallen farblich. Ja. Kraftfeldsteuerung. Aha. Kraftfeldsteuerungskonsole. Dieses Gerät passt zu keiner bekannten Technologie und ist wahrscheinlich außerirdischen Ursprungs. Ach, ne. Die Energie wird über die Konsole zum nahegelegenen Kraftfeld geleitet. Die Technologie übersteigt alles, was der Föderation bisher bekannt ist, bei weitem. Dennoch scheint es wie ein normales Schloss zu funktionieren. Es benötigt nur die richtige Art von Schlüssel. Da ist nicht zufällig diese Tafel zum Einsetzen. Tatsächlich. Und was kann ich noch nicht herstellen? Die Tafel, weil mir dieses grüne Glipper-Ding fehlt. Naja. Wo ist dieses warpende Saufiech? Warpi! Ich höre ihn. Ich würde nämlich gern scannen. Was haben wir denn da? Achso, ich habe da Sachen verloren. Deshalb. Ah. Geht nichts mehr? Voll. Also das geht einmal nicht. Kling, kling, klingeling, klingelingeling, kling, 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 kling. Alles ist voll. Lali, la, 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 was kann ich denn wegschmeißen? Ich glaube, den Schwefel, den brauche ich hier nicht. Salz, komm mit. Und das Lidium. La 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 la. Wo ist dieses wurmende Mistviech? Hallo? Ich will dich scannen. War doch da irgendwo. Boah, ne? Das geht da tief runter. Jetzt haben wir einheimische Lebensform. Wow, die haben wir auch. So, ein aggressives Geschöpf, das sich selbst und andere teleportieren kann. Keine genetischen Gemeinsamkeiten mit einheimischen Lebensformen. Zeigt kein erkennbares Verteidigungsverhalten. Erstens Kopf. Implantate im Kopfbereich ermöglichen die Fähigkeit zum Phasensprung, mit der die Lebensform ihre Ziele verfolgen kann. Ja, super. Zweitens Torso. Scheint andere Lebensformen zu jagen. Es wurden aber keine Verdauungsorgane identifiziert. Die interne Struktur ist deutlich komplexer als bei anderen bekannten Organismen, nicht zu unterscheiden, ob ursprünglich organisch oder künstlich. Beurteilung. Weitere Untersuchungen erforderlich. Muss ich das jetzt nochmals scannen? Hoffentlich nicht. Vielleicht gibt es irgendwann mal so einen Operationstisch. Gut. Das zudem, ne? Bäh. Geschleicht dich, du Viech. So, den hätten wir auch gescannt. So, was haben wir noch Platz? Nix mehr. Okay. Was kann ich wegschmeißen? Ich glaube, den Silikongummi haue ich mal weg. Den kann ich immer wiederholen, genauso wie dieses Titanium-Scheißdreck. Das haben wir auch weg. So, ich brauche dieses grüne Dingens, was ich erhoffe, in Höhlen hier zu bekommen. Oder wenn wir ganz viel Pech haben, ist es im Meer drinnen. Hä, was ist denn da? Kann man das auch scannen? Nö.
Okay. Schauen wir mal, ne? Aha. Aha. Da, schau! Eine vollständige. Yes, das na, brauchen wir nichts herstellen. Wunderbar, können wir gleich austesten. Ich glaube, ich werde sterben. Ich hätte noch gern gehabt dieses grüne Dingsbums. Da drüben wäre noch mehr Salz. Wow, Salz. Komm her. Ich schaue mir noch ein kleines bisschen um. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich werde gleich wieder verhauen hier. Oh, das sind zwei. Ich glaube, ich drehe um. Was haben wir hier? Moos. Ohne Moos nichts los. So. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Jetzt brauche ich wahrscheinlich zwei von denen. Ich würde so lachen. Wenn ich hier runterstürze, bin ich tot wahrscheinlich, ne? Alter, leg nicht rum hier. La, 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 la. Scharf ist auch was anderes, ne? Wenn ich laufe, ist alles unscharf. Auch nicht schlecht. So, dann schauen wir mal, ne? Der Part wäre auch zu Ende. Dann schauen wir mal, was passiert, ne? Dumm. Scans indicate this structure is composed of a metal alloy with unprecedented integrity. No match is found in database. Performing structural analysis. Aha. Was haben wir denn hier? Ah, das geht noch nicht auf. Okay. Nur jetzt quasi nochmal den Eingang aktiviert. Ich will mich jetzt nur mal umschauen. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich. Aha, da vorne ist irgendwas. Wahrscheinlich hätte ich... Oh nein. Ich hätte das können ausschalten, oder? Unknown language. Attempting translation. Fremde Datenkonsole. Da das Gerät in einer fremden Einrichtung gefunden wurde, war es nicht möglich, hilfreiche Informationen zu übersetzen. Trotzdem enthalten die Scans einige Informationen über das Gerät selbst. Es ist wahrscheinlich ein Festkörpercomputer, obwohl es keine erkennbare Benutzeroberfläche gibt. Bei Annäherung begann es eine niederfrequente Funkwelle zu erzeugen, die komplexe, aber erkennbare Datenmuster enthält. Wahrscheinlich haben die fremden Wesen, die diese Technik entworfen haben, sensorische Fähigkeiten oder einen sensorischen Apparat genetisch entwickelt, um die von dem Gerät ausgestrahlten Informationen zu hören, zu verstehen und zurückzukommunizieren. Die mentale Verarbeitungsleistung, die erforderlich ist, um diese Art von Telepathie durchzuführen, setzt voraus, dass die Hersteller geistig wesentlich weiterentwickelt waren als der gewöhnliche Mensch. Beurteilung. Weitere Untersuchung erforderlich. Okay. Ich würde sagen, das war ja schon mal nicht so schlecht, ne? Für diesen Part. Ich fürchte Schlimmes. Ich glaube, ich hätte das verhindern können, dass das Schiff... Alter, jetzt habe ich unser eigenes Schiff komplett auf dem Gewissen. Ionenwürfel. Yes. Aha. Leute, muss ich so halten? Besitze ich denn jetzt noch? Tatsächlich. Aha. Okay, und damit kann ich... Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. Aha, da hinten geht's noch weiter. Okay, wir werden mal den Part beenden. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!